Philipp von Nerdfamilizin. Ich berichte euch heute live aus dem wunderschönen Jüst, wo ich gerade in Elternzeit bin. Hinter mir ist gerade die Ebbe. Vielleicht könnt ihr ein paar Wattführungen sehen. Aber obwohl ich ziemlich entspannt bin, möchte ich über was ganz anderes reden, und zwar Stress. Stresssituationen im Alltag. Wie können wir uns mit Stresssituationen besser auseinandersetzen? Wie können wir Stresssituationen vermeiden? Darum soll es in den nächsten paar Beiträgen gehen. Und heute soll es um das Ampelschema von Jeff Cooper gehen. Bevor ich mit Notfallmedizin angefangen habe, habe ich viel Kampfsport gemacht. Und Kampfsport und Notfallmedizin haben tatsächlich ziemlich viele Parallelen, denn man trainiert für Situationen, die, wenn sie eintreten, ziemlich rapide eintreten, eine starke Eigendynamik haben und ein schnelles Handeln und zielgerichtetes Handeln dann auch erfordern. Ich bin also bei meinen Trainings irgendwann mal auf das Ampelschema von Jeff Cooper gestoßen, und Jeff Cooper war ein Soldat, der versucht hat, seine Soldaten und seine Kameraden für die Umstände des Vietnamkriegs vorzubereiten. Und im Vietnamkrieg mussten Soldaten teilweise über Wochen und Monate hinweg im Einsatz bereit sein, jederzeit vom Feind vielleicht überrascht zu werden, dann sofort zu handeln, um nicht erschossen zu werden. Und in der Notfallmedizin ist das teilweise nicht anders. Wir werden zwar nicht erschossen, aber wir werden teilweise unverhofft in sehr, sehr kritische Situationen hineingeworfen, die wir dann sehr schnell antizipieren müssen und in denen wir sofort handeln müssen. Was hat Jeff Cooper sich dafür überlegt? Sein Ampelschema sieht Status Weiß, Status Grün, Status Orange und Status Rot vor. Status Weiß bedeutet letztlich, dass wir gerade in der Notaufnahme in der Pause sind, unser Kollege vertritt uns, oder im Rettungsdienst, dass wir auf der Wache sind und alles ist extrem entspannt. Der Melder ist zwar an, aber wir können ruhig ein bisschen dahin dösen, wir müssen unser Umfeld nicht beobachten. Status Grün bedeutet, dass wir gerade in einem Einsatz sind. Es mag ein Routineeinsatz sein, der uns überhaupt nicht fordert, vielleicht ein normaler Krankentransport oder eine Klinikverlegung eines stabilen Patienten oder in der Notaufnahme. Ist eine ganz normale, entspannte Schicht. Wir haben gerade einen Patienten mit einer leichten Bronchitis aus dem Pflegeheim bekommen. Nichts, was uns großartig aus der Bahn wirft. Aber in Status Grün suchen wir immer nach Problemen. Wir überlegen uns ständig, hey, was könnte eventuell passieren? Was könnte schiefgehen, wenn gerade alles gut zu sein scheint? Im Rettungsdienst mag das sein, dass wir uns überlegen, hey, der Patient, den ich gerade im Krankentransport transportiere, der hat vorbeschrieben Rhythmusstörungen. Was würde ich machen, wenn der Patient jetzt Rhythmusstörungen hätte? Wenn er vielleicht noch einmal eine VT hätte, er wurde ja schon mal reanimiert. Dann würde ich schnellstmöglich den Notarzt alarmieren. Parallel würde mein Kollege Defi-Pedals aufkleben. Ich würde den ersten Schock abgeben und würde dann leitliniengerecht drücken. Mein Kollege macht dann die Maskenbeatmung und wir legen die Igelmaske ein, zum Beispiel, rein jetzt ins Blaue hineingeraten. Oder beim bronchitischen Patienten aus dem Pflegeheim, dass ich mir überlege, was mache ich denn jetzt, wenn die Bronchitis doch vielleicht eine Pneumonie ist, vielleicht eine pneumogene Sepsis sogar. Ich suche nach Anhaltspunkten. Wo könnte irgendwas nicht stimmen? Was ist vielleicht hier nicht so, wie es zu sein scheint? Wenn wir irgendeinen Anhaltspunkt finden, zum Beispiel beim bronchitischen Patienten, dass der auch noch ziemlich verwirrt zu sein scheint, viel verwirrter, als er vorbeschrieben wurde. Oder bei dem Krankentransportpatienten, ihr tastet den Puls und der Puls ist ziemlich unregelmäßig und ziemlich schwach. Dann habt ihr Status Orange. Ihr seht, da könnte was sein. Da könnte ein Warnsignal vorliegen. Beim Patienten mit der Bronchitis könnte vielleicht wirklich die pneumogene Sepsis vorliegen. Jetzt sogar mit einer septischen Enzephalopathie. Was mache ich als nächstes? Wie verifiziere ich, ob der Patient eine Sepsis hat oder nicht? Nehme ich vielleicht schnell eine BGA ab, gucke, ob der Patient Laktat hat. Stimmen die anderen Sepsisparameter nach QSOFA überein? Hat der Patient eine hohe Atemfrequenz? Hat der Patient einen niedrigen Blutdruck? Und was mache ich, wenn dem so wäre? Dann würde ich natürlich schnellstmöglich bei der Sepsis leitliniengerecht einen Volumenbolus geben und eine kalkulierte Antibiose beginnen, nachdem ich Blutkulturen abgenommen habe, so schnell es geht. Oder zum Beispiel im Rettungsdienst bei der Situation, wenn ihr jetzt den Puls tastet, dass ihr euch überlegt, hey, als nächstes mache ich jetzt ein EKG. Aber wenn das EKG mir wirklich tatsächlich meine Verdachtsdiagnose bewahrheitet und der Patient schwere arrhythmische Episoden bieten sollte, dann hole ich mir den Notarzt dazu, klebe schon mal die Defi-Pedals auf und bereite mich auf eine Reanimation oder Kardioversion vor.
was habe ich vielleicht für Antiarrhythmika zur Auswahl, die der Notarzt spritzen könnte. Lauter solche Situationen jetzt mal rein ins Blaue hinein erfunden. Aber ich bereite mich in Status Orange aktiv auf Status Rot vor. Status Rot bedeutet, der Patient ist jetzt instabil. Jetzt muss ich handeln. Jetzt bedeutet es Fight or Flight oder kämpfen oder verlieren. Status Rot ist normalerweise eine enorme Stresssituation für euch. Aber dadurch, dass ihr in Status Orange schon eure Mindmap zurechtgelegt habt, wisst ihr genau, was zu tun ist. Ihr habt schon eine Struktur, die jetzt vielleicht von der Stresssituation ein bisschen mehr angetrieben wird. Ihr habt ein bisschen mehr Motivation, das Ganze voranzutreiben, aber ihr wisst letztlich genau, was zu tun ist. Und das ist der Sinn von dem ganzen Ampelschema. Letztlich geht es darum, sich auf Stresssituationen sinnvoll vorzubereiten, weil man einfach weiß, dass man in Stresssituationen weniger Denkkapazität zur Verfügung hat. Das heißt, man versucht vorher zu antizipieren. Und wenn man ein wirklich perfekter Notfallmediziner ist, dann sollte es kaum noch Überraschungen geben. Man antizipiert ständig und das hat was ganz anderes, oder es ist was ganz anderes als paranoid zu sein, sondern man ist einfach sehr, sehr aufmerksam. Man schaut sich wirklich aufmerksam immer seine Patienten, sein Umfeld an. Man überlegt sich schon vorher die nächsten Schritte und hat so immer Ressourcen bereit, um in kritischen Situationen dann sofort zu handeln. Man legt sich seine Mindmap bereit. So, das war es eigentlich auch schon zum Ampelschema nach Jeff Cooper. Überlegt euch mal, ob ihr das Ganze vielleicht anwenden könnt, ob ihr irgendwelche anderen Tipps und Tricks dafür habt. Ich bin immer gespannt und gespannt auf eure Rückmeldung. Im nächsten Beitrag soll es darum gehen, wie man mit einem Patienten umgeht, der einen einfach tierisch nervt, der einen vielleicht wirklich wütend macht, wie man dann noch professionell handelt und wie man möglichst schnell sich von diesem Patienten dann auch wieder lösen kann, ohne dass man dem Patienten Unrecht getan hat und trotzdem beste Versorgung gewährleistet hat. Macht's gut, bis bald.